Meine Lieben, willkommen zum letzten Teil von Fates Frontier. Das hatte ich ja im vorigen Teil auch schon dann angekündigt. Ja, wir haben mal wieder ein paar Bewohner gekriegt. Da brauchen wir noch ein bisschen Häuser hier jetzt. Wir machen die letzte Folge heute. Wir haben geschafft, die Apotheke hinzusetzen. Wir haben fast alles geschafft, die Gebäude hinzusetzen. Jetzt bauen wir noch einmal die Rüstungsschmiede. Ups, Entschuldigung, einmal falsch. Das haben wir. Wo ist die Rüstungsschmiede? Nee. Da ist sie, ne? Die hätten wir schon längst bauen können. So, und die hat auch keinen Einfluss auf Dingsenbumsen, aber ich würde sie gerne. Naja, setzen wir sie. Ups, so hin. Na, passt. So, wird auch nochmal priorisiert. Genau, das ist dann, glaube ich, auch das letzte Gebäude mit unter anderem, was wir jetzt hier bauen werden. Obwohl, so ein paar Häuser bräuchten wir noch. Aber hier habe ich jetzt den Komposthaufen gesetzt. So ein bisschen schade. So ein bisschen schade. Wir können hier noch mal ein bisschen Deko hinmachen. Zum Abschluss. Dann bauen wir noch ein Häuschen. Na, ich guck mal, der Markt. Ja, ist noch mit drin, alles gut. Aber ich denke mal, mehr wird eh nicht kommen. Also wie gesagt, wir sind dann. Also ich bin jetzt dann durch mit dem Spiel soweit. Was heißt durch? Durch sind wir nicht, aber ich würde gerne ein neues Projekt starten. Wir bauen jetzt noch die Rüstungsschmiede. Und sobald es aus der Early Access raus ist. Oh, seht mal. Die Aufwertung des Turmes. Das ist ja cool. Yes. Die brauchen noch ein bisschen mehr Stein, ne? Unsere geliebten Steine. Aber hier habe ich auch noch nicht so wirklich reingezoomt. Ja, hier hängen die Birnen. Hier die Äpfel. Pfirsiche. Ja, cool. Also ich muss sagen, die Details von dem Spiel sind schon wirklich sehr, 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 sehr schön gemacht. Bin ich absolut begeistert. Hier können wir auch nochmal die Straße mit verbessern. Das ist ganz wichtig. Verbessern die auch nochmal. Und die auch. Nee, dich wollte ich jetzt nicht. Und dich. So. Ja, die Mauer, wie gesagt, das haben wir nicht geschafft. Ist auch nicht so schlimm jetzt. Beim nächsten Mal, wenn wir Fates Frontier spielen, da werden wir dann ein bisschen anders bauen, ein bisschen kompakter vielleicht zusammenziehen. Ja, nicht so durcheinander gewirbelt. Aber fürs erste Städtchen ist es doch ganz schön geworden, muss ich sagen. Hier haben wir so die Fabrikseite. Hier so auch. Und dann kommen die Wohngebäude, die Märkte, die Kneipe. Ja, ein paar Gruben, Fischer. Ja, da geht schon wieder los, ne? Kein Fisch. I don't know. Warum? Verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Wenn das Spiel meint, das ist so, dann ist es so. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Gold. Ja, wir bauen jetzt noch hier. Genau, Holz ist ganz wichtig. Wir bauen gerade hier drüben ab, sehe ich gerade. Genau, hier haben wir. Oh. Schon fleißig abgeholzt. Da geht noch was. Ja. Aber wenn nicht, machen wir hier nochmal. Nur die Bäume definitiv. Ja. Wie gesagt, eine Goldmine habe ich nicht gefunden. Aber ich habe nochmal zwischendurch. Ach, Mensch, komm. Ein paar Fähnchen gesetzt. Zum Karte aufmachen und vielleicht finden wir ja doch noch mal. Da ist er unterwegs. Da läuft er und macht die Karte auf und
Ja, also jetzt bis jetzt, ich habe noch keine, hier ist noch einer unterwegs, sehr schön. Rehwild haben wir hier. Ja. Also kein Gold noch nicht gefunden. Haben wir nicht. Schade. Ich dachte, ich finde eine Goldmine zum Abschluss. Ah, wir haben Wasser gefunden. Aha. Ja gut, ist sehr weit weg, ne? Aber wir schauen mal. Haben die nur die zwei losgeschickt? Ja. Okay. Ach, das ist so ein kleiner See. Sag ich jetzt mal. Also die Karte ist riesig, ja. Riesig. Hier ist Kohle. Wahnsinn. Ja, ich könnte die auch so steuern, wie die laufen sollen, aber es sind sogar mehr. Okay. Na, also hier ist viel Zeugs, aber keine Mine. Also, wie gesagt, ich weiß gar nicht. Oh, das ist ja, das geht ja hier noch hoch mehr, glaube ich, oder? Wartet mal, ich bin so gerade so. Bin ich an der Ende angekommen? Ja, ich glaube schon, ne? Wartet mal. Ich will mal gucken, ob ich am Ende der Karte angekommen bin. In die Richtung zumindest. Weil das fühlte sich gerade so. Ja, es geht nicht weiter, ne? Jupp. Das sieht aus wie das Ende der Karte, aber wir gehen nochmal kurz hoch. Ja, ich komme auch nicht weiter höher. Ja, das war's. Okay, wow. Dann lauft mal da lang, ihr Lieben. Dann schauen wir nochmal ins Dorf zurück. Pocken, ja, Pocken ist nicht so schön. Was mir jetzt fehlt, ist, oh je, was ist denn hier los? Warum sind die alle so krank? Nein, die stecken sich alle an. Oh nein, unsere Zivilisation stirbt aus wegen Pocken. Seht euch das an. Nein, wir werden alle rot. Die letzte Folge von Fates Frontier. Und alle werden an den Pocken sterben. Krass. Was geht denn hier gerade ab? Das hatte ich ja noch nicht. Nein. Und alle rennen so zum Arzt und stecken jetzt die Ärzte an. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was Scheibenhonig, das hatte ich auch noch nicht gehabt. Total genial. Also ich bin jetzt total überrascht. So. Waren hier irgendwo medizinische Wurzeln auch, ja? Also man muss wirklich echt suchen und sagen, oh ja, da sind medizinische Wurzeln. Die brauche ich unbedingt. Ganz, ganz wichtig. Wartet mal, was ist denn hier? Oh, da kann ja noch einer rein. Hallo. So, in die aufgewerteten Türme sind auf jeden Fall zwei drin, ne? Jawollo. Wollen die auch noch gleich aufwerten? Klar. Zack. Ist eh die letzte Folge. Und dann schmeißen wir unsere Ressourcen ein bisschen raus. Weil wir es können. Ja. Bretter? Haben wir doch genug? Achso, das ist ja die Deko. Boah, wir haben 39 Arbeiter, bis auf den ausgefallenen jetzt. Aber das ist völlig wurscht. Ja. Was auch noch eine schöne Verbesserung wäre, ist, man kann ja den Jäger aufstufen, aber es bleibt ein Jäger, aber der kann Fallen setzen. So, und dann dachte ich mir so, ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn die Sammlerhütte wenigstens vielleicht zwei Sammler hätte. Oder die aufwerten kann, vielleicht für mehr Sammeln,
Das wäre auch eine schöne Sache, was man ändern könnte. Beim Fischer genau das Gleiche. Also der holt zwar gut Fisch rein, aber mir fehlt so eine zweite Person oder eine Aufwertung für Fischernetze oder Boote, die man benutzen kann. Also da geht noch was, ja. Auf jeden Fall. Und ich denke mal, das wird. Ah, hier sind die medizinischen Wurzeln. Ja, ich habe sie gefunden. Wo ist das Sammlergedöns? Da ist das Sammlergedöns. Da ist auch ein Wildschweinchen, ja. Hier, da. Das wollen wir. Das schafft er schon. So, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz in die Richtung der unserer. Gott, wo sind sie hin? Ich habe keine Ahnung. Ist auch nicht so schlimm. Also, wie gesagt, eine Goldmine, denkt. Ach, da. Eine Goldmine, glaube ich, werden wir nicht mehr finden. Genau. Nee, also hier ist nochmal so bergig. Hier sind sie lang. Wo sind sie nun? Ich sehe sie nicht mehr. Oh, ist egal. Also, wie gesagt, die Karte ist riesig. Ist sehr groß. Also, ich habe hier auch einen schönen Berg gefunden. Wir haben auch nur Eisenerz. Kein Gold. Ich glaube, auf meiner Karte gibt es kein Gold. Ich weiß es nicht. So, der Brunnen hier ist auch versiegt, ne? Ja. Wo schieben wir dich jetzt hin? Das ist die nächste Frage. Ah, das ist so. Das ist auch so, was man sich für die Zukunft merken kann. Man braucht, dass die Brunnen irgendwann kein Wasser mehr haben. Also das sollte man so ein bisschen vordenken. Wichtig ist, dass man es erweitert. Schnell, so schnell wie möglich. Das sollte auch nicht passieren eigentlich. Na gut. Wir schauen mal ganz kurz rein in die. Nee, das ist da. Also wir haben keine medizinischen Wurzeln, ne? Also die könnten mal einkaufen. Das ärgert mich so ein bisschen. Schade. So, dann haben wir hier. Jo. Das geht, ne? Da kann man noch einen reinsetzen. Einen kann man noch. So, wir haben ja genug Leute. Möbel können wir auch noch mal einen reinsetzen. Zack. Ja. Hatten wir jetzt die Rüstungsschmiede hingebaut? Nee, ne? Haben wir nicht gemacht. Nee, nicht Nahrung, Ressourcen. Doch. Haben wir gemacht. Ach, sorry, ein bisschen spät heute. Da ist er, da ist er. Was brauchen wir denn eigentlich? Wir brauchen. Ach, für Schilde brauchen wir Bretter und. Aber wir brauchen Klamotten. Und wir brauchen Arbeiter. Zack. Haha, jetzt geht's los. So, jetzt machen wir schöne Rüstung, Kettenhemden und Schilde. Dann sind unsere Soldaten auch besser ausgerüstet gegen die. Wieso muss das jetzt regnen? Gegen die Plünderer, die immer wieder kommen. Aber die sind ziemlich schnell durch die Holzmauer, durch die Steine, denke ich, dauert es ein bisschen länger. Aber naja, gut. So, hier haben wir noch einen schönen Tower. Den können wir auch noch verbessern. Da kommt ein Händler. Und sch Ey, der Donner ist übelst laut, ne? Das ist schon heftig. Also, hallo. Na, hier machen wir nochmal. Bisschen aufstocken. Oh, Leute, echt, wir haben so viel Sand. Wartet mal. Ja, dachte ich mir. So, zack. Zack. Das ist okay so. Ja, man muss bei die Felder auch immer gucken, dass man so im grünen Bereich ist. Ne, wegen der Ernte. Ja, zack. Dann passt das. Oh. Also das muss jetzt nicht gewittern, oder? Ganz ehrlich. Also wie gesagt, wir haben alles gebaut, was jetzt so möglich war. Und Stufe 4 müssen wir jetzt. Boah, echt jetzt? Egal. Das löschen die eh schon. So, wir schauen jetzt mal mit dem. Boah, hört der jetzt mal auf zu donnern? Okay. Irgendwie. Will der nix? Wir wollen auch nix. Okay, Wiedersehen.
Hallo, das brennt. Ihr müsst es löschen. Löscht es. Jetzt ist der Brunnen hier weg, ne? Total ärgerlich. Nein. Abbasso. Da ist der Brunnen. Alles gut. Warum bist du denn jetzt so mürrisch, mein Freund? Ach, verschlissene Pelzmäntel. Da sind sie. Die Plünderer. Sie kommen. Wo sind sie denn? Von da kommt's. Okay, Kaserne, Moment. Sollen sie mal ruhig rankommen? Ein letztes Mal machen wir sie platt. So, dann machen wir den Alarm an, dass die Leute nach Hause gehen. Ja, ich kenne die Schoße schon. So, jetzt geht's los. Lauft! Ja, meine am Schwerter, wir schaffen das. Oh, zack, zack, zack. Und die Türme, wie die schießen, ne? Wahnsinn. Ja, sehr gut. Meine Männer, meine Soldaten, macht sie nieder. Ist das geil oder ist das geil? Okay, ein bisschen verlief, was? Ja, passt schon, du bist nur verletzt. Aber die Türme, wie weit die schießen jetzt, ne? Hammergeil. Wir haben sie abgewehrt. Wir schaffen das. Ey, was ist mit dir hier? Hallo? Yo. Alles gut, ihr könnt zurück. Alter Schwede, wie geil haben wir die denn abgewehrt jetzt? Total cool. Aber es waren auch nur 17. Es waren ein bisschen weniger. Beim letzten Mal waren es, wie gesagt, ich glaube 39 sogar. Aber das Aufwerten dieser Türme lohnt sich definitiv. Also das ist schon Wahnsinn. Ach, der neue Händler ist da. Moment. So, willst du was kaufen? Naja, gut, komm. Machen wir nochmal ein bisschen Knete hier. Zack. Was kaufst du ein schönes? Hier, Schwerter. Komm, dann kaufen wir nochmal. Zack. Bis wir hinterher kommen mit der Production. So. Aber wir haben Schwerter gehabt bei unseren Soldaten und es war viel einfacher, die in die Flucht zu schlagen. Na, das unsere? Ich weiß es gar nicht. Hätte ich gesagt, habe ich keine Ahnung. Boah, jetzt haben wir den Wald hier weggemacht, ne? Total krass. Egal, wir haben wieder Holz. Jetzt fehlt uns wieder hier ein bisschen Steinchen. Na, die Straßen sind teuer. Echt jetzt? Gut. Meine Lieben, ich muss sagen, das Projekt hat total viel Spaß gemacht. Ach, ich habe doch gar nichts mitgenommen. Spiel macht auch total viel Spaß, kann ich jedem nur ans Herz legen. Es ist ein schönes Aufbauspiel. Spannend mit den Plünderern immer wieder, die dann angreifen. Vielleicht sollte man ein bisschen anders bauen als ich. Also ich werde beim nächsten Mal auch ein bisschen anders bauen, wie gesagt. Bisschen strukturierter. Total genial. Also macht total Laune, macht Spaß. Immer wieder denke ich mal auch von vorne anzufangen hier. Das ist ein schönes, schönes Spiel. Und oh, ist jetzt mal gut. Wieso? Da gab es doch nicht noch mehr Plünderer, hä? Was für ein Quatsch. Und hier noch irgendwas? Hm. Oh, nicht wirklich, ne. Gut, das können wir uns jetzt auch spannen. Wir haben alles gebaut. Jedes Gebäude, was uns zur Verfügung stand, haben wir gebaut. Also, naja, gut, hier mit der Medizin, das ist sehr schade. Also, keiner hat medizinische Wurzeln im Moment, sonst hätte ich die eingekauft. Aber na gut.
ist jetzt nicht so dramatisch. Was ich ziemlich gut finde, ihr seht an den Ziegeln, also zwei hinzustellen war schon ziemlich gut. Das braucht man auch wirklich. Wichtig ist, dass man eben halt viel Ton hat. Jetzt muss ich mal gucken, warum haben wir so viel Ton? Ah ja, okay. Volle Besatzung. Nein, also wie gesagt, das Spiel übelst launisch. Macht übelst launisch, ja. Übelst Laune. Ist schön anzusehen. Die Grafik ist toll. Man kann schön reinzoomen. Detaillierte Sachen hier. Also, wow. Ja. Also ich wiederhole mich jetzt nochmal, aber ja, ist ein wunderbares Höhenspiel. Wie gesagt, wir schauen dann mal, dass ich nochmal ein Projekt starte. Aber nicht mehr dieses Jahr, nächstes Jahr vielleicht dann nochmal. Ich nehme jetzt ein neues mit rein. Ich hoffe, euch gefällt das neue Projekt. Ist so ähnlich, ist was anderes, aber auch ein bisschen ähnlich. Die anderen gehen soweit noch ein bisschen weiter. Das ist jetzt das Erste, was ich jetzt erstmal abschließen werde, weil ich sehe jetzt keinen Sinn, jetzt euch noch mit weiteren 50 Folgen damit zu belagern. Ja, es reicht. Also ich hatte, wartet, hier war das, ne? Ja, genau, hier seht ihr, dass wir das nicht verbessern können. Und hier brauchen wir Stufe 4, ja? Also es ist nur wegen den Gebäuden, dass wir Stufe 4 machen können. Also da verbessert sich denn hier die Scheune mit den Tieren. Andere Gebäude waren das auch. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Also nicht erforderlich. Nein, das war es auch nicht. Deswegen dachte ich mir, das ist jetzt Quatsch, jetzt Stadtzentrum 4 zu machen. Wir sind weit gekommen, wir haben viel geschafft. Stadt ist schön gewachsen, wir haben jedes Gebäude hingestellt, haben die Plünderer soweit erfolgreich abgewehrt. Ja, war ein schönes Projekt mit euch zusammen auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich denke schon, sonst wäre er nicht bei mir geblieben. So, jetzt machen wir nochmal den Kompost raus. Und ja, meine lieben Kommentare wären schön. Ob euch das gefallen hat, was ich vielleicht ein bisschen besser machen könnte beim nächsten Mal, wäre auch schön. Ein Daumen nach oben wäre auch klasse für die Videos. Und ich sage jetzt auch hiermit, ja, wir haben alles erreicht. Wir haben es geschafft. Jetzt schauen wir mal hier ganz kurz rein. Da haben wir jetzt ein Schildbrühe. Naja gut, das dauert eben halt ein bisschen. Ne? Also hier ist auch nochmal Stufe 4 Zentrum. Hier kann die Rüstungsschmiede auch nochmal verbessert werden durch das Zentrum. Gut, das ist dann höhere Produktion und 6 Mann an der Arbeit, denke ich mal. So in die Richtung wird es gehen. Müssen wir uns jetzt aber nicht noch mit angucken, rein beschäftigen. Das ist jetzt nicht wirklich erforderlich, finde ich. Das ist so selbsterklärend. Hier fehlt Wasser. Na gut. Meine Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Hat wirklich Spaß gemacht, dieses Spiel, das Projekt mit euch. Danke für die lieben Kommentare, die da waren. Danke für die Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Bye, bye.